feier Jess, unser dreijährigen Hengst von Fürst Jess, Sir Donald. Ich glaube hier, das ist ein ultramoderner Hengst, ein sehr, sehr schöner Typ. Der ist sehr langbeinig und der hat, also wenn man den so sieht, seine Rippen ist sehr, sehr kurz. Der ist fast wie ein Vollblöder. Und ich glaube her, der hat ein Mechanik, das Pferd, in seinen Trababwicklung. Das ist genau, was man sehen wollen. Der ist maximal 10-mal geritten. Aber ihr wollt auch hier sehen, wie viel Talent das Pferd hat. Der ist echt ein richtiger Sportstyp. Und ich brauche, der wird, im Moment ist er 1,68, 1,70, der wird ein großes Pferd, aber nicht extrem, der ist sehr schmal. Und in 2-3 Jahren, da will man hier ein super, super Typ sehen. Das ist oft mit Sir Donald an der Mutterseite, da kommt immer moderne Pferde von diesen Abstammungen. Und hier glaube ich, wenn ein Stute, ein bisschen altmodischer Typ, dann glaube ich her, da hat man echt ein interessantes Wahl. Das ist fast wie ein Vollblüter. Besser ein Fire Jazz benutzen als ein Vollblüter ohne Gang. Hier kriegst du einen Vollblüter mit Gang. Und ich glaube her, das Pferd ein großes Zukunft hat. Für mich ist das echt ein Top Sportpferd. Der ist jetzt durch die erste Sichtung hier in Dänemark und weiter zum Körung. Und ich hoffe wirklich, dass der wird gekürt in Dänemark und auch später in Deutschland, weil das hat er echt verdient. Und ja, ich hoffe, der kriegt echt viele Stuten her, das Hengst. Das ist ein junges, top Athlet. Ja, viel Spaß mit diesem Junghengst. Guck mal, wie der Trab los. Oberarm, Hinterbein, alles. Das Pferd ist nur 10-mal geritten und wirklich nicht mehr. Und dann denkt man nicht, wenn man diese Videos sieht, das Pferd hat wirklich alles. Da braucht man ein bisschen Zeit in seinen Körper. Der ist sehr junglich, aber hat den Potenzial für einen echt Superstar. Ich glaube, der ist sehr modern und leichtfüßig, super Hinterbein. Und auch hier, wo man sieht, wie das Pferd in der Ecke geht, in der Wendung, der hat echt viel Talent. Auch hier im Galopp, schön uphill nach oben her und auch in der Wendung sehr schön balanciert, trotz das Pferd nur 10-mal geritten. Gut im Maul, gut Verbindung für den Reiter. Braucht nur ein bisschen Zeit, aber da hat wirklich viel Potenzial. Den Schritt sieht man auch hier. Da müssen wir nochmal lernen, so vorwärts zu gehen, aber super klar intakt. Manchmal machen wir da auch im Hand. Hier dann sieht man besser die Hengste, wie das Schritt ist, weil der ist so grün. Ja, guck mal hier im Hand, hat einen top Schritt auch. Ein Pferd, wo ich glaube, in 2 Jahren steht ein Glanzbild und ein Pferd mit Schritt, Trab, Galopp und überragende Versammlungsmöglichkeit. Ich glaube, dieses Pferd hat eine große Zukunft und charakterlich auch von allerfeinsten.